Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Video auf meinem Kanal. Ich spiele heute mal die Sioux gegen einen ersten Leutnant Deutsche. Und ihr seid nicht auf Demos Gameplay gelandet, sondern ihr seid bei mir auf Age of Empire 3, what else? Ja, ich habe eigentlich auch durch Akechete erst die Sioux mal angefangen zu spielen. Von daher habe ich jetzt noch nicht viel Erfahrung. Ich habe bisher insgesamt ein Spiel gemacht. Das war gegen Akechete. Und ich spiele hier auf einer ESOC-Map, die ein bisschen ausschaut wie Deccan, aber ich habe gerade auch nicht mehr genau die Ahnung, wie diese Map wirklich heißt. Und wie man dieses Sioux spielt, das weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall. Was man hier sehen kann, ich habe 200 Population, ich brauche keine Häuser bauen. Also alle Rohstoffe von Holz, die ich sammle, die gehen sofort in Militärgebäude oder sonst was. Auf der Map gibt es natürlich auch wie auf Dings, wie auf, wie heißt es noch gleich, Deckern, auch Kühe, die man einsammeln kann. Kühe muss man eigentlich immer einsammeln, das ist eigentlich so. Auf einer Map, wo es eh kaum sichere Hunts gibt, sind Kühe echt sehr wichtig. Und ich schnapp mir hier auch gleich mal den. Warum kriege ich die Kühe nicht? Are you kidding me? Also scheinbar muss man mit dem Kundschafter die Kühe einsammeln. Ich dachte auch, dass man die mit Mutter Natur bekommt. Aber okay. Dann ist das ebenso. Also ihr seht auch schon dieser, wie heißt der, weiter Himmel, ist schon ziemlich OP. Lol. Oh yeah. Can't touch me. So. Wie viele Kühe haben wir? Sechs Kühe und hier ist noch ein Holzschatz. Wenn wir Glück haben, möchte ihn er sie schnappen. Wir senden uns drei Siedler. Wir behalten diesen Schatz im Auge und erkunden. Das ist das Gute mit den Sioux. Durch diesen Reiter ist man natürlich immer schnell unterwegs. Ja. Hier passiert noch nichts, okay. Wie stark ist der gegen diese Viecher? Naja. Ich möchte jetzt da nichts riskieren. Und ihr seht, er greift gerade. Ach, dieser Scheißaffe, ehrlich. Get wrecked, Alter. That's how you play this game. Okay. So spielt man es nicht. So. Ich hoffe auch mein Mikro ist an. Ah, oh, es ist an, Gott sei Dank. Habe ich wieder ein OP-Gameplay hier aufgenommen und dann ist mein Mikro nicht an. Ja, ich wollte eigentlich eh schon während der Woche noch ein, zwei Videos hochladen, aber ihr habt es gerade gehört, mein Mikro hat sich irgendwie immer verabschiedet. Was machen wir? Wir agen natürlich mit 400 Holz. Oder? Ist das jetzt so intelligent? Ich denke schon. 400 Holz, ja. Gehen wir mal hier in die Mitte, ins Plateau, sammeln hier mal so ein paar Schätze ein. Er bekommt hier auch 30 Münzen, na toll. Das hätte ich vielleicht irgendwie selber einsammeln können. Marktplatz. Und noch eine Kuh. Er sieht jetzt gerade, dass ich hier vorhab, in die Mitte zu gehen. Ist aber nicht weiter schlimm, weil wir werden eh nur hunten. Und er greift mich schon wieder an. Oh Mann. Wir versenden uns gleich mal die besseren Siedler. Wenn wir uns 400 Holz schicken lassen, wie machen wir das jetzt am geschicktesten? Ey, das sind nochmal zwei Kühe. Also mit Sioux ist das Erkunden mega geil. Also das muss ich jetzt hier mal echt sagen. Erkunden geht echt, echt nice. Muss unser, der könnte doch hier mal ein bisschen Stress machen. Ich glaube, ich brauche viel mehr Gold, als ich jetzt gerade habe.
Ja, wir sollten jetzt hier nicht unseren Scout Simus töten. Wir holen uns jetzt hier einfach nochmal so jemanden zur Hilfe. Er macht einen Tower Rush. Er macht einen Tower Rush. Wir senden uns gleich mal 1000 Gold. Ein Pferdestall. Den hier stellen wir dahin, um zu sehen, was passiert oder was er vorhat. Wir können keine Mauern bauen, oder? Habe ich das richtig in Erinnerung? Ja, scheint so. Er greift schon mit allem, was er hat, hier mich an. War nicht schlecht. Wie viel kostet hier ein Bogenreiter? 75. Wo ist denn hier noch Nahrung auf dieser Map? Da hinten. Da hinten ist die Nahrung. Sag mal. Was? Ah, hier ist auch noch ein bisschen Nahrung. Genau aus diesem Grund. Oh, Scheiße. So. Das läuft ja wie nicht gewollt. Sind jetzt mal die beiden hier. Ich glaube, die sind recht nice. Wir müssen einfach nur durchhalten. Einfach nur durchhalten. Nein! Scheiße, Mann. Genau das wollte ich verhindern, dass das passiert. So. Bogenreiter ausbilden. Also macht ihr gerade einen richtigen All-In-Rush. Es ist nicht so geil, wie ich es mir hoffe. Wir senden uns nochmal die hier. Micromäßig läuft's eigentlich. Aber wir müssen uns leider ein bisschen Druck aufbauen. Holz brauchen wir gar nicht. Wir raiden jetzt mal ein bisschen hier. So. Die Armee verstecken wir da hinten. Er wird hier wahrscheinlich irgendwo, hier genau, ein Ding haben.
Oha, Wamani. Chan. Oha, Wabale. Und Kichik Tepi. Ha. Waschke die Chawachte. Waschke. Wamani. Akichi Tamehecha. Kichik Tepi. Akichi Tamehecha. Akichi Tamehecha. Und Kichik Tepi. Wabale. Wabale. Oh yeah. Was können die eigentlich, diese Coin-Krieger? So, wir sind uns jetzt einfach noch einmal hier, die 6. Ich meine, jetzt senden wir uns einfach. Ja, die chillen hier hinten. Wir holen jetzt nochmal die Kuh. Und wir holen jetzt nochmal die Kuh. Was machen die... Jungs, was macht ihr da hinten? So. Bilden gleichzeitig wieder aus. Wir können noch ein bisschen raiden, oder? Ah, da, sag ich doch. Wie gut sind die gegen Siedler? Naja. Also, gibt's schon besseres, muss ich sagen. Ich will jetzt nicht unnötig verlieren. Noch weitere 5 Bogenreize und dann. Und dann sollte das laufen. Punkten her, ja, wir sind gut dabei. Wir haben auch noch die ganzen Kühe. Wir haben 10 Kühe, 11 Kühe. Also mit den 11 Kühen, ne? Sind die eigentlich gut gegen. Ach, gegen Kavallerie. Naja, aber alles, was gut gegen Kavallerie ist, ist eigentlich auch gut gegen. Gegen Pikiniere. Dieser Affe hier, der langweilt mich ja auch ein bisschen. Und Kichik Tepi, Akichi Tamehecha, und Kichik Tepi, Akichi Tamehecha, und Kichik Tepi, Akichi Tamehecha, Akichi Tamehecha. 4 rausbekommen, naja. Wir haben doch hier Bogenschützen. Theoretisch haben wir hier Bogenschützen, ja. Chichi schreibt er. Ich denke, das Spiel war gar nicht mal so schlecht von mir. Militär. Ja. Ja. Mhm. Gut gemacht. Eko, naja. Keine Ahnung, wie man die richtig spielt. Von den Siedlern war ich zwar immer ein bisschen weiter oben, aber durch seine Siedlerwagen hatten wir ungefähr gleich viel. Was gibt's noch zu sagen? Militär. Ey, dieser Rush. 16 Einheiten. Ich hatte gerade mal 7 draußen. Und dann kill ich schon mal ganz viel. Also hier, das war natürlich, ui, voll der Rollercoaster. Da ging's bergab. Okay, dann haben wir noch hier so Tänzer, ganz wichtig. Tänzer in der Sekunde. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Vielleicht nehme ich heute noch mal ein Video auf. Auf jeden Fall, ich habe euch jetzt mal hier die Sioux gezeigt. Jetzt weiß ich auch, warum Arcade Chatter die immer so gerne spielt. Also sie sind schon recht nice zu spielen. Und bisher habe ich eigentlich überhaupt nicht auf indianische Nationen gesetzt. Ach, da hat sie sogar einen Wall gebaut. Natürlich nicht so gut wie ich. Aber auf jeden Fall kann man die echt gut spielen. Man kann sich auch gute Einheiten schicken. Hier, diese 3 Einheiten sind richtig gut. Man kann sich auch 15 Bisons schicken, falls mal die Hand, falls die Map scheiße ist. Also, Sioux sind auf jeden Fall tauglich und sind eigentlich auch ein bisschen overpowered. Vor allem diese Kerle hier. Bogenreiter, man kann halt immer schön wegrennen. Die sind relativ schnell und machen auch viel Schaden gegen eigentlich alles. Also, die haben eigentlich keinen Schwachpunkt. Ihr habt gesehen, ich konnte mit denen auch die X-Bow ganz locker angreifen, die haben zwar Schaden getankt, aber wenn du dann wieder wegrennst und zum Beispiel jetzt den hier da hinten immer lässt im Kampf, weil der eh schon auf Low HP ist, dann kann man so natürlich auch noch besser Micron und dann verliert man die nicht. Und die sind eigentlich auch relativ billig, ihr seht 275. Und normal, so eine normale Handkraft kostet 200. Also ist auf jeden Fall relativ gut, ja. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal.